Ich zeichne mit den Faber-Castell Polychromos Künstlerfarbstiften. Ich verwende ein paar unterschiedliche Farbtöne, um sie zu mischen. Wegen ihrer Ölkreidemine lassen sich die Faber-Castell-Stifte sehr gut mischen. Es entsteht kein Poliereffekt. Sie können sehen, dass ich wirklich viel Farbpigment auftragen kann. Bei anderen Stiften fällt manchmal die Mine heraus, weil sie nicht verleimt ist. Die Minen der Polychromos Künstlerfarbstifte sind aber über die ganze Stiftlänge eingeleimt. Ich kann mich also während meiner Arbeit darauf verlassen, dass die Mine nicht aus dem Stift fällt. Die Farben dieser Künstlerstifte folgen einem Farbnummernsystem, das für alle Faber-Castell-Produkte verwendet wird. Also, wenn ich eine Arbeit in Mischtechnik anfertigen würde, zum Beispiel bei dieser Zeichnung hier, und ich würde die Stiftart in jedem Quadranten ändern, erlaubt mir das Farbnummernsystem, den gleichen Farbton einmal als Albrecht-Dürer-Aquarellstift, als Pastellstift und als Polychromos-Künstlerfarbstift zu verwenden. Und der Farbton ist immer derselbe. Die hochwertigen Farbpigmente sorgen für maximale Lichtbeständigkeit. Die Zeichnung wird auch in vielen Jahren noch genauso farbintensiv aussehen wie jetzt.